Konstruiere über SSW das Dreieck ABC mit B gleich 6 cm, Beta gleich 60 Grad und A gleich 4 cm. Zuerst gilt wieder die Überlegung, existiert dieses Dreieck überhaupt? Und dafür gibt es auf jeden Fall zwei Eigenschaften zu überprüfen. Einmal ist die Dreiecksungleichung erfüllt. Das heißt, sind zwei Seiten eines Dreiecks immer größer als die dritte? Nun, hier sind nur zwei Seiten gegeben, also können wir davon ausgehen, sie ist erfüllt. Zweite Eigenschaft ist die Winkelsumme, also die Innenwinkelsumme des Dreiecks. Die muss ja immer 180 Grad groß sein. Überprüfen, ob sie in dem Fall größer ist oder kleiner. Ja, wir sehen hier, wir haben nur einen Winkel gegeben, also kann man auch darüber nichts aussagen. Und wir gehen davon aus, sie ist erfüllt. So, bei diesem Kongruenzsatz gilt es allerdings noch eine dritte Eigenschaft zu überprüfen. Nämlich, wie man hier vielleicht erkennen kann, die Buchstaben sind besonders geschrieben. Großes S, kleines S und W wie Winkel. Das heißt einfach, wir haben eine lange Seite, große Seite, eine kleine Seite und ein Winkel. Dieser Kongruenzsatz heißt jetzt, wir brauchen eine große Seite, eine kleine Seite und der Winkel, der der großen Seite gegenüber liegt. Wir müssen also nachprüfen, liegt der Winkel tatsächlich der größeren Seite gegenüber. Und wenn wir das anschauen, die Seite B liegt ja dem Winkel Beta gegenüber und die ist größer als die Seite A. Damit ist auch das erfüllt. So, die Konstruktion selber läuft eigentlich in zwei Schritten ab. Nämlich zuerst zeichnen wir eine Skizze, in der wir einzeichnen, welche Größe sind gegeben und wo liegt eigentlich welche Seite oder welcher Winkel. Und zweiter Schritt ist die Konstruktion an sich. So, zeichnen wir unsere Skizze. Ein beliebiges Dreieck, das muss nicht maßstabsgetreu sein, sondern soll einfach nur zur Veranschaulichung dienen. So, wir haben hier unsere Eckpunkte A, B, C, die immer gegen den Uhrzeigersinn beschriftet werden. Dann haben wir bei A den Winkel Alpha, bei B den Winkel Beta und bei C den Winkel Gamma. Und zusätzlich die Seiten A, B, C mit A gegenüber von Punkt A, B gegenüber von Punkt B und C gegenüber von Punkt C. Jetzt nehmen wir einen Farbstift und markieren die uns bekannten Seiten und Größen. Wir haben einmal die Seite B mit 6 cm, wir kennen den Winkel Beta mit 60 Grad und die Seite A mit 4 cm. So, hier in der Skizze sieht man auch nochmal schön diesen Kongruenzsatz. Wir haben hier die lange Seite, die dem Winkel gegenüber liegt. So, zur Konstruktion selber. Wir fangen wieder mit einer Seite an, diesmal allerdings ist es wichtig, mit welcher, nämlich wir müssen mit der kürzeren Seite anfangen. Das hat einfach den Hintergrund, dass an der kürzeren Seite der Winkel anliegt. Und diesen Winkel können wir dann als zweiten Schritt auch zeichnen. Würde ich mit der langen Seite anfangen, könnte ich im Anschluss gar nichts machen, weil ich kenne die beiden anderen Winkel nicht und ich weiß nicht, wo genau hier dieses A wegführt. Also hier ist es ganz wichtig, zeichne die kürzere Seite. So, das ist die Seite A mit 4 cm. Ich lege die jetzt auch schon so rein, wie sie hier ungefähr in meiner Skizze zu sehen ist. Dann habe ich hier den Punkt C und den Punkt B. So, wie gerade erwähnt, wenn ich zuerst mit der kürzeren Seite anfange, kann ich jetzt in Punkt B den Winkel Beta abtragen. Ja, der ist 60 Grad groß. Diesen Punkt B, den Winkel Beta kann ich mit einem Geodreieck zeichnen, nur darauf achten, die richtige Skala zu benutzen. Und dann erhalte ich hier so einen freien Schenkel. So, weiter weiß ich, die Strecke B ist 6 cm lang. Das heißt, der Punkt A liegt 6 cm vom Punkt C entfernt. So, wo liegen alle Punkte, die vom Punkt C 6 cm entfernt sind? Natürlich auf einer Kreislinie um Punkt C herum. Also wir zeichnen einen Kreis um Punkt C mit Radius gleich B. Und das waren 6 cm.
So, wir zeichnen diesen Kreis mit einem Zirkel. Da ich auf dem PC jetzt keinen Zirkel benutzen kann, behelfe ich mir mit einer Schnur. Das gibt also ungefähr diesen Kreis. Jetzt ist Zufall, dass es bei mir hier genau schneidet. Jetzt denke ich ein bisschen, dass man es besser sieht. So, also hier irgendwo liegt der Punkt A. Ja, wo könnte jetzt sein? Natürlich am Schnittpunkt des Kreises mit dem Schenkel. Also ist hier mein Punkt A zu finden. Jetzt muss ich nur noch mit Punkt C verbinden. Ich habe noch einen Winkel Beta. So, und ich bin mit meiner Konstruktion fertig. Je nachdem, welche Größen gegeben sind, ist die Konstruktion natürlich anders. Das heißt, der Kreis kann mal um A, mal um B, mal um C sein. Wichtig ist nur, immer mit der kürzesten Seite anfangen, dann den Winkel abtragen und dann um den anderen Punkt den Kreis ziehen mit dem entsprechenden Radius. Und dann kommt man immer auf die richtige Konstruktion.